Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. Den Schemen geht es gleich an den Kragen. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge angekündigt. So, die Wachtürme sind jetzt nämlich beide entsprechend besetzt mit Waldläufern. Ja, dann würde ich doch sagen, ne, die einen haben wir jetzt mal gerade schon mal hier. Dann ran an den Feind. Hier bitteschön auch. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie sie sich schlagen werden, mal unsere Leute. Da geht es schon ab. Oha. Und das war's für diese Schemen. Sehr cool. Da sind die nächsten. Ich glaube, wir können es wagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Wir können es wagen. Angriffspunkt. Wieso kriege ich den hier nicht hin? Hey? Wieso geht das nicht? Gut, das geht. So, dann hoffe ich mal, dass das reicht. Den einen hat es schon zerlegt, den einen Schemen. Schemen Nummer 2 ist auch Geschichte. Oh, da hat sich ein Schemen noch durchsetzen können. Aber das macht er nicht auf Dauer. Sehr cool. Das gefällt mir. Damit haben wir diese Schemen jetzt erstmal los. Sehr, sehr gut. So, ich habe hier einen Wachturm mit 10 Wachen sollten ja eigentlich sein. Dieses Augenblick ein bisschen wenig. Hat es die alle zerlegt? Ist nicht so schön. Angriffspunkt könnte ich hier hinsetzen, damit die da nicht so durch die Gegend eiern. Achso, Moment, ist das die richtige? Ja. Die ist richtig. Wo ist die andere? Wachturm auf der Folie. Das ist nicht meiner. Achso, das war alles klar. Moment, Angriffspunkt, das war hier. So. Alles klar, nee, dann hatte ich mich gerade vertan. So, das ist richtig. Hier unten sind die Leute, die ich suche. Achso, ja, stimmt, immer noch. Bleiben die? Habe ich immer noch nicht genügend Waffen und sonstige Ausrüstung? Die brauchen eine Kettenrüstung und eine Eisenlanze. Ich habe jetzt 10 Eisenlanzen rum existieren. Rüstung. Ist es nicht, nur sind noch 5. Moment. Eisenlanze und Kettenrüstung. Kriegen wir alles hin? So. Kettenrüstung. 10. Erstmal, oder können so. Lass mal so beide mal 15 machen. So. Dann. Veteranwache ist richtig. Gehe ich mal auf 10. Vielleicht war es ja auch wieder um nur das, dass ich vergessen habe, die mal Leute zu rekrutieren. Das passiert mir ganz gerne mal. Die Werkzeugschmiede hat nichts zu tun im Augenblick. Wie sieht es mit Werkzeug überhaupt aus? Zangen könnten die machen, so 3, 4. Rucksäcke sind keine mehr da. Angeln sind, ja, geht. Boah, ist jetzt nicht üppig, aber gut, der Rest kann man so, kann man erstmal so stehen lassen. Keine Rucksäcke mehr?
habe ich was gegen. So. Okay. Die Holzwerkstatt hat auch nichts mehr zu tun. Wie sieht es mit Fackeln aus? Du machst 10 Fackeln und 5 davon. Da kommen wir langsam voran. Handelsposten, genau. Ich könnte hier auch schon eine Schatzkammer irgendwie hinsetzen, oder? Macht das Sinn? Hat keinen Sinn? Was? Ich werde schon wieder angegriffen. Ah, okay, der Bereich hier. So. Es tut sich was. Immerhin, besser als nichts. Dann könnte ich den, wenn ich das nicht schon gemacht habe, auch sagen, wo die sich umgucken sollen. Ach, da habe ich schon. Ah, alles klar. Gut. Komm ich bis dahin? Ich komme bis dahin. Hier ist Eisen en masse. Ich habe relativ wenig Lagerhäuser gebaut in dieser Folge. Also nicht in dieser Folge, also hier in diesem Dorf. Lass mal so rum. Das ist für mich ja vollkommen unüblich. So, die können hier Eisenerz nochmal zwischenlagern. Grübel. Hier gibt es Silbererz, Stein, Kalkstein. Ja, gut, mit Steinen, das sieht ganz gut aus. Grenzstein habe ich auch jede Menge. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht unbedingt tätig werden. Mit der Waffenschmiede hier, die war ja eigentlich für die Bronzeschwerter zuständig, die ich aber jetzt nicht mehr unbedingt brauche. Auf der anderen Seite ist die sehr, sehr weit vom Schuss, was so in Richtung sag mal schnell Versorgung mit Kohle und Eisen und oder dergleichen anbelangt, was machbar wäre. Hier ist Silber. Nicht sehr viel, gebe ich zu. Aber besser als nichts. Ich könnte versucht sein, hier irgendwie Silber abzubauen. Und sobald der Abbau läuft, Schneiderei schon wieder fertig, könnte ich die hier wieder in Betrieb nehmen und dann könnte der ebenfalls hier Silberdegen herstellen. Das heißt, ich brauche aber hier dann eine weitere Geschichte, nämlich eine Schmelzhütte. Die ich hier nicht hinkriege. Ich werde bekloppt. Ich kriege da die Schmelzhütte nicht hin. Das ist nicht so schön. So riesig. Sehen so groß, dass man das nicht begradigt bekommt hier den Boden. Das ist ja wohl heftig.
Level zu machen, ist nicht optimal, aber geht halt nicht anders. Da muss ich dich eben da hinsetzen. Kriege ich das wenigstens wegetechnisch einigermaßen gelöst. Das sieht einigermaßen gut aus. Schon wieder Diebe. Wo liegen jetzt her? Da oben. Okay. Nun ja, dann ist das so. Die wollen mich doch bloß immer ablenken und von meiner Arbeit hier abhalten. Dann weiß ich genau, wo war ich denn jetzt? Hier. So. Schmelzhütte. Nein, ja. So, dann ist natürlich Kohle das Thema. Und hier könnte man dann hingehen und sagen, Silberdegen, aber erstmal, wenn hier die Sachen auch entsprechend vorhanden sind. Brauche ich noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Achso, Kohle. Ich wollte wegen Kohle gucken. Was ist denn das? Was sehe ich denn hier? Kohletagebau. Kohle mitten im Revier. So. Den setze ich dann auch direkt so hier hin. Dann ist cool. Das gefällt mir. Das feiere ich. So, dann kann hier Kohle abgebaut werden. Das ist Stein. Aber hier ist wieder Kohle. Sehr schön. Kupferstein. Coole Sache. Warte. Ja, muss man nicht unbedingt, aber ich mache das mal so, dass ich den dann hier so hinsitze. Alles klar. Gut, dann kommt auch hier Kohle dann an. Wird, läuft. Macht. Ist doch, ja, ist, eine gute Sache. Einen Augenblick. Würde hier so ein zweiter. Oh Gott. Hier so ein zweiter Weg nicht Sinn machen. Oder wenn ich jetzt hier so mich versuche lang zu schlängeln. Ups. Wait, geh nicht anders, das ist irgendwas im Weg. Was? Dann kann ich es auch so machen. Ist auch egal. Moment, dann mache ich es ganz anders. Dann gehe ich doch direkt hier lang. So. Ja. Man muss halt das Beste draus machen. Diebe greifen an. Diebeslager. Okay, okay, okay. So. Moment. Siegesbedingungen bei dieser Fraktion erfüllt. Optional erfülle weitere Aufgaben für diese Fraktion, um deinen Ruf bei ihr zu verbessern. Nächster Fraktionsruf. Fraktion bietet an, sich mit dir zu vereinen. Moment. Handelszentrum? Nein. Ah, wie ging das denn jetzt nochmal? Weil ich glaube, da muss ich erst noch weitere Aufgaben erfüllen. Moment mal eben. Ich glaube, ich habe nur ein Handelszentrum, ne? Oder Handelspost vielmehr, ja genau. Moment, der ist mit der Eisenlieferung beschäftigt. Exakt. Das dauert auch noch eine ganze Weile, läuft aber ganz gut, glaube ich. 11 hat er, 3 weitere sind irgendwie wohl unterwegs oder so. Hm.
könnte natürlich hingehen. Sehr cool. Und könnte hier ein weiteres Handelszentrum errichten. Handelsposten, wieso ich mal Zentrum sage, weiß ich auch nicht. Wenn sie einmal irgendwas falsch so eingeprägt hat oder angewöhnt hat, ne, ganz schwer rauszubekommen. So. Setze ich mal dahin, was ist jetzt schon wieder los? Ja, die Nerven. Dann ist doch bestimmt hier so ein Deckerposten. Ja, okay. Ich verstehe. Komme ich denn da noch ein bisschen weiter raus, damit ich den da irgendwie wegreißen kann? Ich könnte hier einen hinsetzen. Ja, lasse ich erstmal. Andere Dinge sind jetzt erstmal wichtiger. Handelsgedingse. Wollte ich machen. Genau. So. Entsprechende Leute sind unterwegs. Habe ich noch Rucksäcke in Reserve? Werkzeug, Werkzeug da. Ich sehe schön 10 Stück darum existieren. Das heißt aber nichts. Silberbarren wollen die. 65 Silberbarren. Holy shit. Silbererz. Ha! Oh oh, oh oh, oh oh, Moment. Fuck. Silbertagebau. Ja gut, das ist jetzt zwar sehr ein bisschen, naja, nicht so ganz optimal, aber wir haben ja die Möglichkeit, die Fokuspunkte zu setzen. Gut. Tja, es ist immer wieder lustig. Bergbau, Silberbarren. Moment, was? Den würde ich hier hinkriegen? Ernsthaft? Okay. Ich glaube nur nicht, dass das mit dem Weg irgendwie klappt, oder? Ich setze den mal hier so hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das überhaupt noch geht. So, Schmelzhütte, die soll dann hier eine Silberbarren herstellen. Achso, nee, das ist deren Seite. Stein, Stein. Kriege ich ja noch irgendwo Kohle abgebaut? Kohle. Achso, habe ich schon hier. Ja, gut. Dann muss ich da einen anderen Weg noch irgendwie. Moment mal. Jetzt wird's heftig. Einmal hier so quer rüber. Geht das? Jo. Klappt. Sehr schön. Ja, dann sollte ich die Schmelzhütte auf jeden Fall auch mit Kohle versorgt bekommen. Lager. Weiß nicht, wie viel Kohle die da haben, ob ich da überhaupt was auf Lager packen kann. Aber ich probiere es einfach mal. So, Bergbau ist richtig. Kohle. So langsam geht es hier im Augenblick wieder mehr so in Richtung Wirtschaft und so. Und weniger in Richtung Ärger mit Schemen und dergleichen. Wobei, ich glaube, der nächste Ärger steht uns schon bevor, oder? Moment mal, hier war, glaube ich, alles weg. Erst, ja doch, hier hatte ich erstmal alles weggekloppt. Könnte sein, dass da noch welche auftauchen. Im Augenblick sehe ich keine. Ich hätte erst hier den Baum in Verdacht, aber es ist einfach nur Laubholz. Das ist nichts Schlimmes. Ja. So. Der Wachturm ist jetzt voll besetzt. Das ist cool. Ach ja, ich wollte ja nach der Schneiderei schauen. Beziehungsweise Gilde ist erstmal das Wichtigste.
Schneiderei. Schneiderei, mit Schneiderei hat gerade nichts zu tun. Fünf davon, fünf da. Komm, machen wir beide mal. 10 ist egal. Glaube ich, habe da noch einige Rucksäcke auf Vorrat. Gildehaus, genau. Handelsträger, mal so 5. Okay, was mit dem Häuschen hier? Fünfzehn und 5. Okay, der ist mit seinen Sachen soweit durch. Okay, ich würde mal sagen, 5 davon. 5 davon. Achso, ja. Ja, ich muss mal hier mit den. Warte mal, das mache ich anders. Die Entdecker sind jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Ich meine, sind auch wichtig, aber jetzt nicht so wahnsinnig im Augenblick. Und. Ist das der Entdeckerposten, der. Ach nee. Das ist der Wachturm, der hat sein Maximum da erreicht. Ich traue mich immer noch nicht, den hier abzureißen. Ich bilde mir halt immer ein, dass die hier auch eine gewisse Schutzfunktion haben. Und das ist so die eine der wenigen Wachtürme, die ich hier so im Nahbereich habe. Im Moment. Oder der einzige, glaube ich. Ne, hier ist auch noch einer. Und deswegen habe ich die eigentlich ganz gerne noch hier. Das gibt aber so ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Wahrscheinlich kompletter Blödsinn, aber nun gut. Wo habe ich da den Linksbumspunkt hingesetzt? Dort. Und ich kriege hier regelmäßig Ärger mit irgendwelchen Dieben. Ich glaube, mehr so in diesem Bereich. Gibt es noch irgendwas Größeres, was ich noch nicht erkundet habe? Hier so. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es die nächste Klopperei. Da gehe ich mal ganz stark von aus. So, ja, aber so langsam kriegen wir das Ganze hier in den Griff oder wieder in den Griff. So, ne, läuft einigermaßen. Also, ist nicht meine, glaube ich. Ah, hier ist der Eisentagebau. Der. Genau, das ist deaktiviert. Immer noch Eisenerz. Wo wir gerade das Thema hatten, von wegen Lager und so. Bring ich hier ein Lager hin. Da kann der Moment Bergbau. Waffen, Werkzeug. Moment mal, seltene Ressourcen. Silberbarren. Werden da produziert, beziehungsweise wurden da produziert. Wieso die Eisenproduktion? Er hat doch hier noch Eisenerz, ne? Wieso die jetzt nicht weitergeht, weiß ich nicht. Kriege ich da noch ein Lager hin? Bin ich im Lagerbaufieber. Drücke ich hier auf jeden Fall. Drücke ich sogar hier hin, sehe ich gerade. Bergbau, Eisenerz oder Eisenbarren? Mach mal Eisenbarren. Genau. Ja, cool. Jo, und dann schauen wir mal. Wie gesagt, das Ding hier, das ist eigentlich erledigt.
Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt mit dem Schmelzen da weitergehen. Ich glaube, wir können da bleiben. Was soll der Geiz? Warte, hier auch Eisen. Oh, das ist aber auch nicht gut. Mir geht das Eisen so langsam aber sicher aus. Ich muss andere Quellen auftun. Sonst komme ich auch mit meiner Lieferung hier nicht weiter. Das wird uns auf jeden Fall beschäftigen. Aber erst dann ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute. Genießt die Zeit. Danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. Das ist immer sehr, sehr gut, dass ihr hier für ja an meiner Seite hier steht und mich hier in meinem Tun unterstützt. So. Ich bin fürs Erste raus für diese Woche. Die Woche war, ich gebe zu, ein bisschen sehr seltsam. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ist manchmal so. Hat man so Tage, da ist irgendwie nicht so richtig funken, wie auch immer. So, ist aber genug rumgeknötert. Ich danke für heute dabei sein und sage wie immer alles Gute. Genießt die Zeit.